Unsere Reise um die Ostsee geht weiter. Besser gesagt, auf unserer Reise um die Ostsee kommen wir zum ersten Mal zur Ostsee. In Litauen, auf der kurischen Nehrung. Ich hätte auf den Vergangenheits-Michael hören sollen. Der hat nämlich 2019 gesagt, auf die kurische Nehrung brauchen wir nicht fahren, alles viel zu touristisch, viel zu viele Leute und freistehen ist im Nationalpark sowieso nicht möglich. Geh ins Wasser! Aber über die Strände auf der kurischen Nehrung gibt's absolut nichts zu meckern. Die sind klasse. Zumindest wenn man keinen Hund hat. Die sind nämlich an vielen Stränden verboten. Also eigentlich doch wieder was zu meckern. Du hattest Spaß, Mäusel. Wir hätten auf den Vergangenheits-Michael hören sollen. Das stimmt wohl. Aber der Zukunfts-Michael wusste ja alles wieder besser. Der Gegenwarts-Michael. Ja, der hat sich wieder bequatschen lassen. Der Gegenwarts-Michael hat sich bequatschen lassen. Von wem denn? Internetfotos. Also, es ist so, wir sind jetzt auf der kurischen Nehrung. Das ist so eine Halbinsel, die sich hier im Süden von Lettland an der Ostsee so in einem geringen Abstand zum Festland zieht. Und der südliche Teil gehört zu Russland, zu Kaliningrad, und der nördliche Teil gehört zu Litauen. Und wir sind jetzt mit der Fähre rübergefahren und ich habe gesagt, ich glaube, das ist die teuerste Fähre, die wir bisher überhaupt genommen haben in Bezug auf die Länge, wie die gefahren ist. Wir haben jetzt über 36 Euro bezahlt und das waren vielleicht, keine Ahnung, 100, 200 Meter oder so. Und dann sind wir auf der Insel gefahren und auf einmal kommt eine Mautstelle. Und dann haben wir nochmal Maut, Taxe, Eintritt für den Nationalpark, keine Ahnung, nochmal 30 Euro gezahlt. Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir für die Rückfahrt auch nochmal 36 Euro oder über 36 Euro zahlen werden. Das heißt, allein 104, 105 Euro, einfach nur um hier zu sein. Und da haben wir gar nicht mit gerechnet. Das ist, wenn es natürlich 3 Wochen herfährt, ist das okay. Aber du darfst ja gar nicht in den Wald und so. Genau. Als Mensch ja auch. Ja, genau. Und da in dem Wald dort ist Eintrittsverbot für Menschen. Also es ist ein Verbotsschild, da darfst nicht reingehen. Der erste Strand, wo wir waren, Hundeverbot, denn der Hundestrand war ausgeschildert mit 4 Kilometern Entfernung. Dann am ersten Strand Parkverbot nach 23 Uhr. Also das heißt logischerweise auch nichts mit frei stehen hier. Ich muss aber dazu sagen, das ist Nationalpark, also damit hatte ich gerechnet. Ja, und jetzt haben wir aber in dem Gebiet, wo wir jetzt quasi die Maut gezahlt haben, scheint es so zu sein, dass man mehr oder weniger unbegrenzt parken kann. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir direkt einfach hier bleiben. Wir stehen an der Straße. Ungefähr so sieht das aus. Aber da hinter den Dünen ist halt das Meer. Das würde sich jetzt halt anbieten, dass wir direkt hier bleiben. Aber es ist halt nicht besonders schön, so direkt neben der Straße. Wir fahren jetzt die Straße mal noch vor. Die geht jetzt eine ganze Weile parallel an den Dünen lang. Und gucken wir, ob da vielleicht noch ein bisschen was Schöneres zum Stehen kommt. Und vielleicht auch nochmal, ob irgendwelche Schilder stehen, dass wir nicht über Nacht parken dürfen. Wir schauen mal. Ansonsten gibt es weiter im Süden einen Campingplatz. Da wollte ich eigentlich hin, weil ich habe, wie gesagt, mit gerechnet, Nationalpark, dass wir hier gar nicht stehen dürfen. Auf jeden Fall, wir waren an der See. Wir waren am Meer. Wir waren das erste Mal... Dieses Jahr? Nee, ja, stimmt nicht. Dieses diese Jahr nicht. Reise. Wir waren diese Reise. Wir waren ja dieses Jahr Anfang des Jahres 2,5 Monate am Atlantik. Aber auf dieser Reise ist erstmal am Meer und es ist einfach jedes Mal einfach wieder geil. Also landschaftlich gesehen ist auf jeden Fall toll.
bisher und ich denke, es wird auch noch besser, weil hier gibt es ja auch eine riesige Sanddüne, wo wir hinwollen. Eine riesige Wanderdüne, die zweitgrößte Europas. Aber die Kosten so bisher, das war jetzt erstmal ein ordentlicher Dämpfer, ne? Damit hat man nicht gerechnet. Ich beschwere mich jetzt nicht. Ich beschwere mich nicht, dass ich was zahlen muss, ganz und gar nicht. Aber so in Relation ist das schon eine Hausnummer, finde ich. Ungefähr genauso gut wie der Campingplatz, auf dem wir waren, ne? Ja, der war der Knaller. Der Campingplatz mit den vollgeschissenen Dixie-Klos, ohne Dusche, ohne Strom. Nee, Strom hätten wir sogar haben können. Er wollte mir Strom aufschwatzen, aber wir brauchen ja keinen Strom. Also da gab es eigentlich nichts. Aber das Schwimmen morgens, das war geil. Der Steg ja, war gut und, das, so und der See war gut. Das Schwimmen war richtig cool am nächsten Morgen. Dafür hat es sich schon wieder gelohnt. Naja, wir suchen jetzt mal was irgendwie zum Übernachten, ne? Einstein, kommst du bitte? Der steht neben dir. Achso. Nachdem wir noch die eine oder andere Ecke abgefahren sind, ohne was zum Nächtigen zu finden, und nachdem wir den bis zum Brechen vollen Campingplatz sahen, haben wir uns dann doch entschlossen, wieder zu dem Strand zurückzufahren und dort direkt an der Straße zu übernachten. Die Parnides-Düne, die wahrscheinlich zweitgrößte Wanderdüne Europas. Vielleicht aber auch nicht mehr, denn allein zwischen 1984 bis 2004 hat sie 15 Meter an Höhe eingebüßt. Und sie schrumpft weiter, verursacht durch Erosion, durch Wind und durch tausende Touristen. Heute ist es deshalb unter Strafe verboten, die befestigten Wege zu verlassen. Auf der Düne befindet sich eine Skulptur, gefertigt nach dem wohl berühmtesten Bild von Jean-Paul Sartre, welches hier oben 1965 aufgenommen wurde. Wir sind auf der Parnides-Düne und ist eine der höchsten Wanderdünen Europas. Möglicherweise die zweithöchste, man weiß es wohl nicht so genau, oder je nachdem, welcher Höhe man glaubt. Die Angaben sind zwischen 44 und 60 Metern. Und die ist gar nicht so beeindruckend, wenn man hier hoch fährt und hoch läuft. Aber wenn man dann hier steht, weil hier fällt sie dann halt steil ab. Und in südlicher Richtung geht es noch weiter. Und das gehört aber dann schon zu Russland. Und da unten, das ist die Ortschaft Nieder, wahrscheinlich auch so ein Touristenörtchen, das werden wir dann gleich erfahren, da wollen wir nämlich jetzt hin. Da wird die Christi munter. Ja, genau. Und da ist das Kurische Haff und am Horizont, ganz hinten am Horizont, da sieht man das Festland. Das Städtchen Nieder lag ursprünglich ca. 5 Kilometer weiter südlich und wurde aufgrund der Versandung durch die Parnides-Düne zweimal neu aufgebaut. Heute ist die Haupteinnahmequelle des ehemaligen Fischerortes der Tourismus. Das
Wir sind jetzt 2 Tage hier, fahren jetzt zur Fähre, fahren wieder rüber nach Klaipeda, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und schauen uns die Stadt noch ein bisschen an. Die soll sehr schön sein, viele Fachwerkhäuser. Und dann fahren wir nach Lettland. Wir sind jetzt über anderthalb Wochen in Litauen. Wir wollen weiter nach Norden, fahren jetzt an der Ostseeküste weiter in Richtung Lettland. Bist du soweit? Wollen wir los? Na komm. Was sagst du dazu? Ich bin schon bereit. Du bist schon bereit, dich, ne? Ja? Du wartest schon, ne? Hm? Jetzt hat man gerade eine schöne Überraschung. Wir haben euch ja gesagt, dass die Fährüberfahrt so ziemlich die teuerste ist, die wir vor allen Dingen im Vergleich zu der Länge. Also nochmal zum Verständnis. Wir stehen jetzt auf der Fähre und ihr seht ja, da drüben ist das andere Ufer. Also das sind hier, ich weiß nicht, 200 Meter oder so. Oder lass es 300 oder 400 sein. Auf jeden Fall, wir haben ja über 36 Euro dafür bezahlt. Aber die Rückfahrt ist kostenlos. Das wusste ich nicht. Wir haben quasi auf der Hinfahrt die Rückfahrt mitbezahlt und dann relativiert sich's. Ansonsten, kurische Ernährung. War wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir hier waren, hä? Ja, schon, aber so. Naja, doof, wie wir es dachten, hat sich's überraschenderweise gar nicht entwickelt. Es waren doch 2 sehr schöne Tage. Es waren schöne Tage, auf jeden Fall. Also, wir waren ja schon ein bisschen vom Kopf geschlagen, ne? Keine Menschen im Wald, keine Hunde im Wald. Das darf man nicht und jenes darf man nicht. Wir waren jetzt halt an dem Strand, an dem einzigen, den wir gefunden haben, wo der Hund noch nicht mal an die Leine musste. Ja. Oder einfach umherrennen durfte. Wo wir weder was fürs Parken zahlen mussten oder wo das Parken auch nicht zeitlich eingeschränkt war. Die Düne, die große Düne, die Parnides-Düne, weshalb wir ja eigentlich hierher gefahren sind, das kann man sich sparen, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, wenn man noch nie so eine Düne gesehen hat, ist es vielleicht schon interessant. Ich weiß es nicht. Also ich fand es nicht sonderlich interessant. Ich finde da zum Beispiel in Irland die große Düne. Was war das? Geht's los? Ich finde da zum Beispiel in Irland die große Düne viel, 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 viel spannender oder viel beeindruckender. Also natürlich ist das ein Riesending. Aber so diese extreme Höhe, die hat, die kommt eigentlich gar nicht so richtig durch, weil die so flach abfällt. Oder wir waren dann am falschen Platz. Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall nicht so beeindruckend. Das Städtchen Nida war sehr schön. Ja, auch der Spaziergang dahin. Da waren wir auch lecker essen. Ja. Ja, das war schon schön, waren schöne 2 Tage. Und was man sagen muss, der Strand, wo wir waren, der war picobello. Also nicht zugemüllt und nichts. Die ganze Insel ist zumindest, sage ich mal, wo man, wenn man so lang fährt und wo man so normal hinkommt, ist sie nicht zugemüllt. Wenn man dann so ein bisschen in den Wald reingeht, da wo man reingehen darf, dann findet man auch leider Müll. Wie überall in Litauen eigentlich. Letzten Endes, dann relativiert sich natürlich auch die Fähre und vor allen Dingen auch dieser Eintritt in den Park von, in unserem Fall, 30 Euro. Es hängt vom Auto ab, mit dem Wohnmobil 30 Euro. Es relativiert sich natürlich so ein bisschen dadurch, wenn man da halt 2-3 Tage hier bleibt. Und ja, man sieht ja auch, dass von dem Geld halt einfach alles in Ordnung gehalten wird. Und das, ja, ist ja gut. Das ist ein Riesenhafen hier, ne? Ja. Also ein riesen Containerhafen auch. Wusste ich gar nicht. Die verschiffen den Bernstein nach. Ja, ja, das Bernsteinzimmer. Wir verabschieden uns von Litauen und für diese Folge von euch mit einem Kuss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns unterwegs.